zur Sommersonnenwende sammelt man normalerweise ja Johanniskraut. Es war leider noch nicht ganz aufgeblüht, es waren erst so ein paar Blüten offen und ich habe mir dann gedacht, ich lasse es lieber und schau dann nochmal vorbei, wenn es ordentlich blüht. So, das ist jetzt meine kleine Gartentour, meine kleine nächtliche Gartentour zu Lita, weil es ja so lange hell bleibt heute. Ich war vorhin auch schon im Wald. Da ist der Kater. Das ist der Katerdschungel, den seht ihr öfters in meinen Videos. Und das ist Mutterkraut. Und das ist blühender Salbei. Ich hatte überlegt, irgendwann mal eine Gartentour zu machen und euch unseren Garten zu zeigen. Ja, weiß ich noch nicht, wie ich das so mache. Vom Wald her hört man heute sogar ein Uhu schreien oder eine Eule oder nein, ich glaube eher ein Uhu. Den höre ich jetzt auch nachts immer, wenn ich beim Einschlafen bin. Der schreit dann immer vom Wald herüber. Ich weiß nicht, ob ihr ihn hören könnt. Könnte schon sein. Das war eine Amsel. Richtig gefährlich aus. Ihr könnt es jetzt schlecht sehen, aber das ist mein zweiter Kater, der Tom-Tom. Hallo Tom-Tom. Meine Lita-Räucherung, die ich gerade eben erst zusammengemischt habe und die ich dann morgen im Laufe des Tages so ein bisschen was noch verbrennen werde davon, die besteht aus. Also sie besteht dieses Jahr aus Johanniskraut, Beifuß, Weihrauch und Myrrhe. Ich mache das zu den Jahreskreisfesten immer so ein bisschen nach Gefühl und ja, wähle die Kräuter manchmal nach ihrer Wirkung aus und manchmal einfach danach, welche Kräuter jetzt gerade blühen, die räuchere ich dann halt auch in getrockneter Form. Und dann habe ich hier in diesem Taschentuch noch die Reste von der Beltane-Räucherung. Die bringe ich jetzt zurück in den Wald und das ist dann nochmal so eine kleine Opfergabe als Dank eben für diese Räucherung, dass ich die zusammenstellen konnte. So, jetzt ist bereits der 22., also der Tag nach der Sonnenwende. Und ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt nochmal in den Wald zu meinem Ritualort. Ja, und macht auch noch ein bisschen was. Zwar habe ich vor, einfach einen schönen Altar zu gestalten und zu dekorieren und ein paar Opfergaben hier zu lassen. Ja, dann wahrscheinlich noch meditieren, wie zu jedem anderen Jahreskreisfest auch. Und das war's dann auch schon.